Herzlich willkommen auf der Leipziger Buchmesse Manga Comic Con 2018. Wir von Nerdsy sind wieder mit dabei und wir haben auch gleich den ersten Tag vollgepackt. Wir stellen euch nämlich einen Verlag vor, der sich auf Horror- und Actionbücher spezialisiert hat. Eine junge griechische Nachwuchskünstlerin. Und wir haben zwei Battles für euch. Der erste ist ein Verlagsbattle, bei dem die Verlage wieder mal zeigen müssen, wer ist eigentlich der krasseste auf dem Schulhof. Und der andere betrifft einen kleinen internen Zwiestreit, bei dem es sogar Verletzungen gab. Aber bevor ihr das alle sehen werdet, zeigt euch Chrissy erstmal, was gibt es denn überhaupt alles in Halle 1 zu sehen? Für alle, die es bis jetzt noch nicht zur Buchmesse geschafft haben, denen zeigen wir jetzt, was es Cooles zu sehen gibt. Und ja, folgt mir einfach. Was? Geh weg! Seid hübsch und dekorativ. So, wir sind jetzt am ruhigsten Ort der Messe, jedenfalls in Halle 1, nämlich dem Teegarten. Das ist alles ruhig und ein bisschen chilliger. Man kann rumsitzen, Tee trinken und ja, einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen. Der Bogenschießbereich ist um einiges größer als die letzten Jahre und ihr könnt sogar an Workshops teilnehmen, um selbst auszuprobieren, wie das japanische Bogenschießen funktioniert. Da haben wir hier den Signierbereich. Der ist in diesem Jahr auf der anderen Seite der großen Bühne und wenn ihr rechtzeitig loslauft, dann kriegt ihr auf jeden Fall auch ein Autogramm, denn die Schlangen sind lang. So, hier haben wir die große Bühne, wie jedes Jahr, diesmal tatsächlich genauso groß wie jedes Jahr. Und wer tatsächlich alle Programmpunkte mitnehmen möchte, sollte sich am besten heute oder morgen auf einen der Stühle setzen und gar nicht mehr weggehen. Für alle anderen heißt es trotzdem pünktlich da sein, sonst muss man halt auf dem Boden sitzen. Künstlerbereich gilt in diesem Jahr größer, weiter, schneller. Naja, schneller vielleicht nicht, aber auf jeden Fall haben wir viele, viele neue Sachen, neue Künstler und auch die, die letztes Jahr schon da waren, haben großartige neue Sachen dabei und da lohnt sich der Blick auf jeden Fall. Danke, Sascha. Danke. Nein. Moment, ich synchronisiere die alle nochmal nach. Nee, ich mag den Künstlerbereich. Warum waren wir da nicht schon lange? Nee. So, hier haben wir das schwarze Sofa. Nicht verwirren lassen, es sind drei schwarze Sessel. Aber ja, das ist das schwarze Sofa. Und hier haben wir Special Signierstunden, Quiz. Und ja, wie ihr gerade hört, geht's los. Herzlich willkommen zum ersten Hier stehen wir jetzt mitten im Verlagsbereich. Das heißt, wir haben alle coolen großen Comicverlage hier. Von Splitter über Panini, Egmont, Carlsen. Ihr findet auf jeden Fall jeder die coolsten neuen Comics, aber auch viele alte Sachen. Einfach mal reinstöbern. Und natürlich haben wir unglaublich viele Stände mit Merchandise rund um alles, was die Popkultur so hergibt. Aber Gott, wer braucht das, oder Diana? Ich brauche das! Ich brauche das! Lüschis! Stifte! Dafür bin ich hier. So, und da geht's schon los. Der Toni ist schon fleißig am Lesen. Bei Panini sah schon. Das gehst du bitte wieder. Das kann ja wohl nicht warten. Gut, gut. Professionalität bitte jetzt. Du bist bei Nerdsick, ja? Da kommst du mit Professionalität. Ja? Das Wort kann ich nicht mal richtig aussprechen. Auch in diesem Jahr werden wir ein kleines Verlagsbattle starten. Bloß dieses Jahr ein bisschen anders. Letztes Jahr hatten wir die Verlage selber bei uns in der Live-Show und haben die antreten lassen. Dieses Jahr habe ich mir Unterstützung geholt. Und zwar vom Toni von... Warte. Wie heißt das Ding? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht lesen. Ich kann es auch nicht sagen. Ist egal. Auf jeden Fall, wir wollen heute mal gucken. Wir haben uns drei Verlage rausgesucht, die wir uns angucken. Welche drei sind das? Crosscult, Splitter und Panini. Genau. Da werden wir jetzt mal hingehen, wir uns ein paar Titel angucken und werden dann so ein bisschen unsere Expertise geben, wenn wir sagen, hier, ob uns das, wie uns das gefällt und so. Und dann sagen wir euch, ob sich das lohnt, ob man da reinlesen sollte. Oder deswegen auch nicht. Ja. Kommst du mit? Da. Hey Jungs, so, der Toni ist schon fleißig am Lesen. Wir sind gerade bei Crosscult, Schrägstrich, sage ich mal. Manga-Cult, genau. Danke, Nele. Einmal einen Schwenk auf die Nele machen, damit man die einmal sieht.
Hallo. Genau. Genau. Bei CrossCult, hier haben wir erstmal die große Auswahl von CrossCult. Da haben wir natürlich viele Sachen dabei. Wir haben auf jeden Fall die großen Marken, sag ich mal, Hellboy unter anderem. Ja, vertreten mit zwei Bänden hier. Einmal Geschichten aus dem Hellboy-Universum. Dann haben wir natürlich ganz großer Name, The Walking Dead. Ja, da hat man hier einmal die großen Companion 1, 2 und 3. Beziehungsweise die Einzelbände. Aktuell mit der Nummer 29, genau. So. Aber man hat natürlich auch so Sachen wie Paper Girls, was Neues, was unter anderem vom Saga-Schreiber Brian K. Vaughan ist, richtig? Die Kollegen wissen natürlich Bescheid, die wissen das. Er hat aber natürlich auch was für die jungen Leute was dabei, natürlich mit Avatar, Herr der Elemente natürlich, alles vertreten, alles da. Ja, und geht weg wie warme Semmel, denke ich mal, oder? Ja. Ja, gut. So, und dann gehen wir mal hier rüber. Da haben wir... Green Worlds. Green Worlds haben wir. Genau, ganz neu. Habt ihr noch die Variante? Natürlich, für dich zeige ich sie doch gerne. Ja, siehst du? Guck mal hier, wunderschön, wunderschön. Gibt's nur hier heute? Wenn sie weg sind, sind sie weg. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Aber wir haben die jeden Tag so aufgeteilt, dass jeder was kriegen kann. Also versuchen immer noch welche zu ergattern. Cool. Ganz schnell wegpacken, dann kommen gleich die ersten wieder angerannt. Genau. Psch, genau. Und nachher, und dann hat man hier noch Warcraft bzw. Starcraft, auch da die Manga-Titel. So, Toni, komm jetzt her mal hier. Du hast jetzt gerade hier ein bisschen reingeguckt. Ja. So, was sind deine Favorites hier? Dann komm, erzähl mal ein bisschen. Auf jeden Fall als alter Alien-Predator-Fan natürlich die Leben- und Tod-Saga, die jetzt mit Band 4, glaube ich, ihren Abschluss gefunden hatte vor ein paar Monaten. Dann natürlich Paper Girls von Brian K. Vaughan. Unglaublich gut. Sehr gut gezeichnet, sehr schöner Look. Und natürlich auch Hellboy, Klassiker. Wer kennt die Filme, der sollte da unbedingt reinlesen. Ja. Eine kleine Bewertung, so von Daumen von 1 bis 10. Wie empfehlenswert ist ein Blick bei CrossCult? Tschechisch Manga-Cult. Es ist schon also auf jeden Fall 8, 9 auf jeden Fall. So die Hardcover sind wirklich Top-Qualität, sehr edel, sehr schick gemacht und für den Preis unschlagbar. Ja, sollte man auf jeden Fall reingucken. Gerade die Companions, die großen auch von Hellboy, die sind sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Ich würde sagen, mit der Wertung gehen wir jetzt auf jeden Fall mal rüber zum nächsten Stand. Wir gucken mal, wie es da läuft. Deswegen, gleich geht's weiter. Auf geht's. Da lang. Sei wie der Wind. Ich hab's gern luftiger. Genau. Alles klar, also Chris und Marv hier am Start. Man hat uns gesagt, wir sollen wieder gegeneinander antreten. Ja. Und ich hatte mich ja eigentlich auf ein weiteres Nerd-Quiz vorbereitet. Hab stundenlang gepaukt. Ja. Und was wir jetzt machen müssen, zieht uns aber gleich wirklich förmlich die Schuhe aus, weil, wenn du mal darüber schwenkst, wir müssen Bogen schießen. Ja. Aber... Und es... Ich glaube, es wird Verletzte geben, wenn Chris schießt. Wie normal, auch beim ganz normalen Nerdquiz wäre ja auch so. Beim Nerdquiz gibt es auch immer Verletzte. Also es gibt eigentlich immer Verletzte. Ja. Wie alt ist denn der Sport schon? Der Sport selber 600 Jahre. Also 600 Jahre japanische Tradition. Und über die 600 Jahre wurde das Bogenschießen immer weiterentwickelt, hat sich aber in der Grundidee und der Grundform kontinuierlich auch über die 600 Jahre erhalten. Wie sieht es denn mit dem Bogen generell aus? Was muss denn der für Anforderungen haben? Also man sieht, dass der Bogen ein sehr langer Bogen ist und auch ein asymmetrischer Bogen ist. Und das ist typisch für diesen japanischen Bogen. Es gibt auf der Welt sehr wenig asymmetrische Bögen. Das heißt, wo der Griff nicht genau in der Mitte ist. Wie lange würde es ungefähr dauern, bis man, sag ich mal, das gemeistert hat, dass im Pfeil überhaupt hinten ankommt? Das dauert ein Dreivierteljahr. Ah, okay. Also es ist gar nicht so kompliziert jetzt zu lernen. Na, die Grundtechnik zu lernen dauert ein Dreivierteljahr und dann wird die Zeit des japanischen, also für japanisches Bogenschießen eher in Jahrzehnten gemessen. Also man gilt in den ersten 10 Jahren als Anfänger, in den nächsten 10 Jahren als fortgeschrittener Anfänger. Es dauert schon sehr lange, bevor man das wirklich durchdrungen hat. Gibt es denn jetzt eine Art, ich sag mal, wie Tradition bzw. Ritus, den man einhalten muss, wenn man dann so einen Bogen, so einen Pfeil abschießt? Das ist eine Technik, die wenig Freiheitsgrade hat oder eigentlich überhaupt keine Freiheitsgrade. Die ist wirklich bis ins kleinste Detail festgelegt. Und das ist das, was man lernt. Diese Technik erstmal nachzuvollziehen, das hat man in den ersten 1-2 Jahren gut drauf und dann zu vervollkommnen, das dauert ewig.
Aber wenn man das mal so sehen möchte, ist der letzte Schuss von Marvin Clifford einfach näher dran, wenn du jetzt nach dem gehst. Das heißt, diese Challenge hat leider wohl Marvin gewonnen. Aber es hat ja gar keiner getroffen. Jetzt kommst du mir mit der Sache. Vor zwei Minuten sagst du doch zu mir, nö, da geht's doch nach wer als nächstes dran ist. Da geht in der Scheiß erste Punkt an Marvin. Herr Kleber, wie fühlen Sie sich nach diesem glorreichen Sieg? Man hat das so im Gefühl. Man muss halt wie Wind und Licht sein. Sei wie Wasser. Genau. Sei wie Wasser, mein Freund. Sei wie Wasser. Komm, also für Green Arrow reicht es für beide nicht. Keinesfalls. Aber wir bleiben dran. Wir haben ja sichtlich einen Grundstein für einen super Vigilanten entdeckt. Mit ein bisschen Training schaffen wir es vielleicht noch irgendwie mal den Rächer der Entnervten zu machen. Und gucken mal, was dann wird. Schauen wir mal, was die zwei dann morgen anstellen. Clifford jetzt mit Führung. Das war der erste Tag der Manga Comic Con. Wir haben natürlich noch drei weitere Tage vor euch und ein schönes Highlight von uns. Der Marvin ist natürlich nicht einfach nur so dabei, sondern ihr habt morgen die Chance, ein Meet and Greet mit ihm zu haben. Wir sind mit dabei, betreuen das Ganze und Marvin freut sich schon riesig auf euch. Dann haben wir am Samstag natürlich alle Cosplayer da, die aus allen Herren Ländern angekommen sind. Die Mädels werden sich ein paar Schnappen, werden Fragen stellen und gucken, wen sie so vor die Linse kriegen. Und wir haben noch viele schöne Interviews. Natürlich nicht zu vergessen, die zwei Battles, die natürlich auch noch zu Ende getragen werden müssen. Also bleibt weiterhin dran.